Diese Parallelwelt wird insofern real, als er eine Anhängerschaft hat, die völlig fanatisiert ist. Und das sind eben, das kann man nicht mehr als politische Anhänger bezeichnen. Das ist keine politische Bewegung mehr, sondern das ist eine sektenartige, kultartige, bedingungslose Verehrung eines quasi religiösen Führers. Wahlkampfveranstaltung eigentlich von Kamala Harris, und da waren vor dem Zaun, vor der Abspannung waren Trump-Supporter, und ich habe versucht, von denen zu erfahren, warum die jetzt Kamala Harris eigentlich so hassen. Also warum? Da kann man ja als Deutsche auch immer ganz gut fragen, so was erklären Sie mir doch mal. Ja, da gibt es ja kein Argument, da gibt es nur Emotionen, nur Furcht und diese auswendig gelernten Stanzen, die Trump über seine Twitter Kanäle publiziert oder zum Teil auch von Fox News, ist ein sehr konservativer Fernsehsender, verbreitet werden. Und das ist neu. Und das ist erschütternd, weil das natürlich Demokratien von innen angreift, wenn es keine Räume mehr gibt für politische Auseinandersetzungen. Auch so ein bisschen gucken, was bringt Amerikaner jetzt wieder zusammen. Ja, und das ist irgendwie ganz wichtig, das sollte man jetzt auch in den nächsten Tagen im Kopf behalten. Diese Probleme, die wir da auch gefunden haben oder die Leute uns erzählt haben, die werden nicht verschwinden. Es ist egal, wer die Wahl gewinnt. Ja. Die werden weiterhin die amerikanische Gesellschaft beschäftigen. Die beschäftigen zum Teil auch die deutsche Gesellschaft. Das ist die Parallelen, von daher, wir haben da auch ein Nachfolgeprojekt, das wird im Prinzip den gleichen Trip durch Deutschland machen, und nach England wollen wir eigentlich auch, wenn man da irgendwann wieder rein darf. aber wir wollten halt auch fragen, was könnt ihr euch Amerikaner vorstellen, bringt euch wieder zusammen? Weil wir sehen die ganze Zeit in den Medien nur, die sind böse und die sind böse und alle sind schrecklich und Rassisten und Sexisten und bla, und das entzweit die Gesellschaft immer weiter. Und ich denke, es ist auch wichtig, gerade für auch die Medien, die ja wirklich eine Verantwortung haben, und auch die Bundeszentrale und auch die ganzen Journalisten mal zu überlegen, Moment, vielleicht sollten wir einfach auch mal überlegen, was die Leute wieder zusammenbringt, was sie vereint. Trump, das muss man ihm vielleicht zugute halten, Trump hat das tatsächlich geschafft, was Vassili gerade beschrieben hat, eben diese Zurückhaltung zu brechen bei ganz vielen Mainstream-KünstlerInnen. Wir haben gerade von Taylor Swift gesprochen, die war bis dato immer die absolute Schweiz und hat sich daraus gehalten. Und das ist bei ganz vielen zu beobachten, dass sie sagen, ja okay, wir können langsam nicht mehr den Mund halten, auch wir müssen uns jetzt mal irgendwie äußern und was sagen. Just being in the U.S. is the best. The American dream at this point, I would say, is trying to keep yourself alive. Thank you.
zu seinem Stamm und würde nie den anderen wählen, und darauf baut das politische System in den USA. Das heißt, diese vielfältigen Krisen müssen überwunden werden, und das kann man nur schrittweise machen, indem man Reformen umsetzt, Reform der Wahlkampffinanzierung, Reform der Wahlkreiseinteilung, vielleicht mal eine Reform, um das Electoral College abzuschaffen, dass man nicht immer wieder diese Diskussionen führt. Aber dafür gibt es keine Mehrheiten, weil wir in dieser Situation drin sind. Deswegen blockiert sich das amerikanische System momentan gegenseitig und kann die Reformen nicht durchsetzen, die eigentlich notwendig sind, um diese Malaise zu überwinden. Webinar, of good Dutch, webinar. And I'm very, very happy. Hello, Josef. Hello, Daniel. Hello, Herr Krüger. Hello, everybody. Hello, everybody. Bundeszentrale for Politische Bildung. What a night. Thank you for the Einladung. Thank you. So. Da kann man jetzt natürlich einen Spieß oder so reinmachen, aber das dient eigentlich, glaube ich, eher dem Transport, wenn man das macht. So. Ich finde, das ist auch ein sehr amerikanischer Bürger.